Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonder oder auch das Spiel auf der Nintendo Switch mit der niedrigsten Renderdistanz und vermutlich auch den niedrigsten Frames. Aber ich bin ja nicht um zu nörgeln da. Ich bin hier, um da jetzt gleich das Gebirge zu erklimmen, wie bereits in der letzten Folge versprochen. Deswegen machen wir uns gleich auf. Ich will hier ganz kurz trotzdem alles mitnehmen, was auf dem Weg liegt. Ich meine, mehr Loot ist mehr Loot. Welche Quest habe ich denn eigentlich ausgewählt? Die vermisste Mannschaft. Händchen für Nagel. Ich möchte eigentlich gar keine Aufgabe setzen. Ah, das sind die Details. Okay. Nein. Dann, machen wir das jetzt mal komplett ohne. Und rennen einfach da hoch ins Gebirge. Wir sehen ja auf der Karte, wenn noch irgendwo Fragezeichen sind, dann sind da ja anscheinend interessante Orte, wenn ich das richtig erkannt habe. Deswegen schauen wir uns, richten wir uns ein bisschen nach den Fragezeichen. Hüpf. Aber im Großen und Ganzen, da war schon wieder eine Sternschnuppe. Hier gibt es echt viele Sternschnuppen. Finde ich schön. Mag ich. Im Großen und Ganzen werden wir jetzt einfach mal unabhängig von allem uns ein bisschen auf Erkundung begeben. Ich meine auch, war ich da vorne schon im Dorf? Nein. Richtig, ich glaube, wir haben das Dorf gesehen, aber reingegangen sind wir nicht. Komisch. Ich meine auch hier, genau hier gab es auch noch ein Buch, das wir auch nicht gelesen haben. Das habe ich in einem anderen Video gesehen. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Der violette Nebel breitet sich weiter aus. Die Leute nennen ihn inzwischen die Düsternis. Gerüchte zufolge gibt die königliche Familie alles, um ihn wieder zu versiegeln. Also ist auch die königliche Familie bereits eingeweiht. Und wir haben neue Tiere entdeckt und einen neuen Ort. Was ist hier? Ah, doch, hier waren wir doch schon. Das war doch dieses komische Minispiel, oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Da haben wir auf jeden Fall noch ein Fragezeichen. Und es würde mich wirklich wundern, wenn wir hier keine versteckte Fee hätten. Oh mein Gott, ist das knuffig. Oh mein Gott, ist das knuffig. Es würde mich echt wundern, wenn wir hier keine Fee hätten. Muss ich hier mit so einem Tier ran? Ah ne, ich muss es drehen. Dann drehe ich es vielleicht mal so, dass es die Statue in der Mitte anguckt. Nein, das ist anderes links. So. Tatsache. Ich bin in seinem Mund. Es hat mich gefressen. Ich denke, wir haben unsere Beziehung gerade gebogen. Du und ich, zwei Kumpels auf Reisen. Geist entdeckt, Cup. Was ist denn gerade so blau auf der Karte? Warum ist... Weil es mir einfach random wieder eine Quest ausgewählt hat, oder... Oder wie, oder was? Okay. Nehme ich einfach mal hin, was ist... Oh, es ist so süß! Das Blumenschweinchen scheint interessiert an deinem Pilz. Ja, gut. Hier, nimm den Pilz. Achso, jetzt läuft's dir natürlich hinterher. Das soll's nicht. Ich wollte dich nicht mitnehmen. Ich wollte dir eigentlich nur einen Gefallen tun. Wo ist jetzt hin? Ach, da hinten. Oh mein Gott, das ist so süß! Ich will nicht, dass du dich irgendwie in Gefahr begibst. Deswegen lauf mir nicht hinterher. Oh, noch ein Blumenschweinchen. Ich dachte gerade, das wäre irgendwas zu looten, aber es war ein Blumenschwein. Ey, du altes Blumenschwein. Sie sind einfach so süß. Haben wir hier unten an der Klippe noch was? Ja. Hier haben wir ein Dorf. Und eine Schatzkiste. Loot. Türkises Shampoo. Ist das Blumenschwein immer noch hinter mir her? Nein, gut. Oder wir sind einfach zu schnell für es. Moment, ist es gerade auf der... Ist es auf der Karte markiert? Es ist auf der Karte markiert. Warum ist es auf der Karte markiert?
Wir sind in der Mokka-Bucht. Ich hörte, die Vorräte an Jagdwaren in Springmore sind komplett aufgebraucht. Was hat Springmore eigentlich? Haben wir nicht gerade erfahren, dass sie auch kein Holz haben? Ich habe mir überhaupt nichts. Überall leckeres Essen, da schlage ich zu. Oh, wie es aussieht, hast du was Leckeres im Rucksack? Das scheint also die Essensstadt zu sein. Es ist cool, dass die ganzen Städte auch so ein bisschen thematisiert sind, dass die einen dann spezialisiert auf Holz sind und die anderen auf Erze und die dritten dann auf Essen. Die Leute müssen ewige Freunde Mokko und Poko wieder am Nachthimmel sehen können. Man sagt, ihr Spiel bringt Freude nach Gemäa. Also ein Sternbild? Oder wie oder was? Komm, wir gucken mal, was der Händler hier auch... Was haben die hier? Die haben... Okay, ja, hier gibt es tatsächlich alles mit Essen billiger. Und was ist hier? Genau, und Essen können wir entsprechend aber auch billiger an die... Also wir kriegen weniger Geld für Essen, wenn wir es weiterverkaufen. Was hier absolut Sinn macht. Da oben geht es tatsächlich weiter, wenn ich das richtig sehe. Aber wir schauen erstmal, was wir hier haben. Jojo Cocinero. Hola, Reisender. Das sieht überhaupt nicht spanisch aus. Warum spreche ich in Spanisch? Vermutlich wegen seinem Namen. Hola, Reisender. Hat dich der köstliche Duft aus meiner Küche angelockt? Es riecht... fantastisch, ja? Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Jojo Cocinero. Ein Ordinario. Außergewöhnlicher Küchenchef und Anführer der Kochgilde. Wir sind Fürsten des Frühstücks, Meister des Mittagessens und ich habe schon wieder eine andere Dialekt. Akzent, nicht Dialekt. Sultan des Snacks und Apostel des Abendessens. Ja, komm. Wenn du zur Gilde gehören willst, musst du beweisen, dass du es gebacken bekommst. Bring mir einmal Wasser und einmal Öl. Por favor. Bitte. Das klingt machbar. Wasser? Haben wir hier. Du hast auch was für mich. Jubilee. Jeder Tag sollte ein Feiertag sein. Warum besorgst du mir hier nicht etwas Festivalsaft und wir singen bis zum Morgengrauen? Festivalsaft. Oder wie wir Wackengänger sagen. Bier. Niemand spricht darüber, aber seit die Düsternis kam, gibt es keine Kinder mehr. Die Kinder sind einfach verschwunden. Kann ich hier... Ah, hier kann ich was pflanzen. Dann pflanzen wir doch was. Ich meine, warum nicht, wenn wir die Option haben? Es tut uns ja nicht weh. Hey, ich hörte, im Springmore versuchen sie verzweifelt... Ja, ich habe gehört, in Springmore versuchen sie, suchen sie verzweifelt alles. Also, die scheinen ja echt gar nichts da zu haben. So, was haben wir hier? In letzter Zeit ist es schwierig, in Springmore Jagdwaren zu bekommen. Ja, in letzter Zeit ist es schwierig, in Springmore irgendwas zu bekommen. In letzter Zeit ist es, ja... Danke fürs Gespräch. Oh, ich habe Festivalsaft, den kann ich gleich abgeben. Mein Freund fing mal einen Fisch, der war so stark, dass er ihn unter Wasser zog. Er war eine Woche lang grün im Gesicht. Vom Wasser? Warum war er grün? Na, ich... Hinterfrag es nicht. Aber guck mal, wir können dir jetzt ihren Festivalsaft geben. Bier. Das ist die richtige Einstellung. Ich werde dich eine Weile begleiten. Komm, im Duett. Hat sie sich gerade eben in eine Fee verwandelt? Durch Bier? Also, ich meine Festivalsaft. Alkohol ist nicht gut, Kinder. So, ich habe hier irgendwo noch eine Quest. Ah, nee, das ist... Doch, da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Oder ist es das Questboard? Nee. Oh. Das war kein guter Sprung. Upsie. Ah, da oben. Jetzt sehe ich's. Wie komme ich da hoch? Ah, da außen rum. I see. I see, I see. Dieb, Schurke, lausiger Lamington-Langfinger. Jemand hat meine Lamingtons gestohlen. Ich habe so schöne Küchlein für Oma Myrtle gebacken. Ist es nicht die aus Harry Potter?
seit sie neulich diesen furchtbaren Sonnenbrand bekommen hat, geht sie nicht mehr aus dem Haus. Ich weiß, dass Amiibl... Hört doch auf, alle so komische Worte zu benutzen! Ach, das sind Namen. Oh, oh. Amiibl, Imolkin und Bugs in der Nähe waren. Kannst du herausfinden, ob jemand von ihnen was mitbekommen hat? Oh. Kann ich tun? Du bist... Ah, nee, du bist Bala. Imolkin hat vorher nach Lauren gesucht. Danke für die Information. Dann spielen wir jetzt Detektiv, wie es aussieht. Dann spielen wir mal Detektiv. Ja. Ich habe Amiibl vorher bei Laurens Haus mit ihrem Squumble spielen sehen. Was ist jetzt ein Squumble? Oh. Hast du gesehen, dass Amiibl ihren Squumble ein neues Glöckchen besorgt hat? Bex hat das gleiche. Vielleicht auch gehabt, vielleicht hat sie es ja geklaut. Hä? Ich habe eine Glocke in der Nähe des Tisches gehört. Hat geklungen wie die Glocke an der Tasche von Bex? Vielleicht hat sie nicht nur die Glocke geklaut. Hast du Imolkins tollen Kittel gesehen? Ganz neu und so hübsch rot. Vielleicht sind auch alle in diesem Dorf hier Diebe. Ich dachte, ich hätte jemanden mit einem roten Kittel gesehen, aber die Sonne hat mich geblendet. Amiibl und Bex haben solche Kittel. Aha. Finde Hinweise von Flor. Hä, aber... Bex hat mir gesagt, er könnte Laurens Backofen auf der anderen Seite der Stadt noch riechen. Er ist so ein Schleckermaul. Hä, aber jetzt... Ah, die haben mehrere Informationen für mich. Ah, jetzt verstehe ich. Amiibl Squumble ist vorhin durch die Stadt gelaufen. Sah aus, als hätte es etwas im Maul gehabt. Aha. Ich sehe, woher der Wind kommt. Geht das Sprichwort so? Ich glaube nicht. Imolkin hat vorher vor Laurens Haus gewartet. Ich habe ja den Verdacht, dass keiner diese Kuchen geklaut hat. Der arme Bex ist krank und muss seinen Pullover über sein hübsches rotes Hemd ziehen. Ich glaube ja, dass es Squumble irgendwie am Verschwinden des Essens beteiligt ist. Ohne jetzt voreilige Schlüsse ziehen zu wollen. Tut mir leid, Lauren. Ich weiß nicht, ich habe die Grippe und keinen Appetit. Außerdem hat Amiibls freches Squumble... Ach. Ah, Moment. Ah, der hat das Squumble gehört. Ja, dann ist es natürlich die. Sorry, voll falsch verdächtig. Hi, Lauren, natürlich habe ich deine Lemmingtons genommen, wie du mir gesagt hast. Was? Du hast gesagt, wenn ich nicht zu Hause bin, soll ich sie einfach nehmen und zu Oma Myrtle bringen. Als ich vorbeikam, lief Pixie und mit Bex Glocke davon und ich hatte keine Zeit, dir zu sagen, dass ich die Lamingtons genommen habe. Oh, das ist mir furchtbar peinlich, danke. Amiibl und du mein Freund, tut mir leid, dass die ganze Mühe umsonst war. Bitte nimm ein Biskuit als Dankeschön und hier mein geheimes Rezept. Wow, die Quest habe ich mal elegant verkackt, aber egal. Wie bist du in diesem... flachen Wasser ertrunken. Egal. Das war auch kein guter Sprung. Hallo, springen, hüpfen. Guck mal, dein Kopf ist über Wasser. Wie kannst du dann ertrinken? Wie ist das möglich? Naja, egal. Sollte vielleicht solche Sprünge nicht machen, dann ist alles gut. So, Wasser und Öl brauche ich. Hat bestimmt der Händler, dass wir gleich der Bäckergilde noch beitreten können. Das wäre doch wundervoll. Einmal Wasser. Und einmal Öl. Zack. Jetzt müssen wir natürlich... Was haben wir als Gegenwert anzubieten, was die hier brauchen? Dünger. Okay, der Fisch ist natürlich weniger wert. Stoff hätte ich noch. Puh, okay, die Blumen sind tatsächlich nichts wert. Hier auf jeden Fall. Ah, ne, die haben auch plus 0%.
Ist hier, habe ich irgendwas, was hier mehr wert ist als woanders? Nein, habe ich nicht. Das ist, ach, das ist ein Lamington. 509 ist der wert. Alter Schwede, das ist, kann man sich nicht drüber beklagen. Hier, guck mal, wenn ich vielleicht meine zwei Kurzwaren, die kann ich auch schnell wieder einkaufen. Da weiß ich, wo ich die herkriege. Das sollte klar gehen. Und dann treten wir mal der Bäckergilde bei. Sehr gut, du hast alles. Okay, ich bringe diese Butterbeerenblume, eine Butterbeerenblume, zur Fassmühle und mach Mehl. Ach nee, ich soll das machen. Bringe. Das war imperativ. Ich habe gelesen, ich bringe. Das war mein Fehler. Welche Musik machen Fabbits? Fabbitös. Ich habe den Witz nicht verstanden. Entschuldigung. Ich habe den Witz nicht verstanden. Oh Gott, da hinten ist auch viel Dunkelheit. Ich bezweifle ja, ich guck mal ganz kurz, wie viele Feen ich dafür brauche. Aber ich bezweifle, dass wir da schon irgendwie rankommen. 5 für das Riesending. Okay, also ich meine, wenn das so ist, dann entferne ich natürlich die Finsternis. Guck mal, hier kann ich auch direkt was fürs Gebiet tun. Ein Popomo-Samen. Habe ich den Popomo-Samen nicht auch für irgendwas gebraucht? Und da haben wir direkt noch eine Finsternis. Hier, komm. Wir sind gut für die Umwelt. Wir tun Gutes für die Umwelt. Das Blümchen hier nehme ich mit. Und dann gucken wir, vielleicht können wir gleich die Finsternis hier auch noch beseitigen. Ja. Sehr schön. Na, das geht doch fix. Und was habe ich davon? Also ein Schild habe ich ganz offensichtlich davon. Du kannst den Fleck bauen. Ah, ein neuer Hof. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ach, das Ding, das kann ich nicht weghauen. Was haben wir denn hier? Eine Liabutt-Blume. Kann ich hier jetzt wirklich einen neuen Bauernhof für mich bauen? Ich kann die Bäume hier nicht fällen. Okay, aber den da unten kann ich auf jeden Fall fällen. Dann kloppen wir den mal weg. Guck mal, da muss ich da nicht einen alten Hof reparieren, sondern ich kann mir meinen ganz neuen Hof bauen. Deswegen kann man vermutlich auch... Habe ich... Doch, hier habe ich noch Samen. Deswegen kann man auch vermutlich so viele Gehilfen anheuern. Weil man dann ganz viele Höfe unterhalten kann. Wie cool. Hier haben wir auch so eine kleine Bucht, die wir noch erkunden können. Aber ich würde sagen, ich renne jetzt nochmal ganz kurz da hoch. Zu der Mühle da hinten müssen wir ja auch noch. Dann haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall gut was zu tun. Und auch einen gescheiten Plan, weil dann bauen wir zuerst hier den Hof. Und dann lassen wir uns ein bisschen Mehl mahlen. Und dann erkunden wir die Bucht da unten. Das klingt nach einem Plan, oder? Gut, Freunde, dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.